Hochschule Rhein-Main ist der Projektkoordinator des Projekts Smart Air Cargo Trailer. Zusammen mit Sovereign haben wir das Projekt initiiert und im Laufe des Projekts das Kamerasystem entwickelt, welches die Barcode auf den Paletten aus der Bewegung identifiziert. Dies konnten wir sehr erfolgreich tun und haben dabei Leseraten von über 92% erreicht. Wir von CargoSteps haben in dem Projekt Smart Air Cargo Trailer teilgenommen. Unsere Aufgabe war es gewesen, das Frontend und das Backend zu programmieren. Hier haben wir die Daten, die wir über die Kameras erhalten haben, in Echtzeit verarbeitet und dem Kunden weltweit online im Frontend dann zur Verfügung gestellt. Für uns war es ein spannendes Projekt, gerade mit den großen Partnern, was für uns natürlich als Startup sehr interessant war. Für Fraport AG als Innovationsführer in die Luftfahrtmarkt war das Projekt sehr wichtig. Aus dem Grund haben wir das auch unterstützt. Wir haben Infrastruktur zur Verfügung gestellt, damit autonome Fahrzeug auch in Cargo City Süd fahren kann. Meine Rolle war, das so zu koordinieren, damit alles reibungslos läuft. Und es hat auch sehr gut geklappt. Mit dem Projekt haben wir Grundstein in Richtung Digitalisierung und Innovation gelegt. Darauf kann man aufbauen. Wir als Sovereign Speed freuen uns, Teil und Mitinitiator dieses Projektes gewesen zu sein. Durch den erfolgreichen Projektabschluss sehen wir eine erfolgreiche Zukunft, das Ganze in ein Produkt zu überführen, das heißt, die internen Flughafenverkehre optimiert und digitalisiert aufsetzen zu können. Das Fraunhofer IML war im Smart Air Cargo Trailer Projekt für die Optimierung der Logistikprozesse zuständig. Dabei ging es unter anderem darum, die derzeit sendergesteuerten Push-Prozesse durch Pull-Prozesse zu ergänzen, bei denen die Kapazitäten seitens des Empfängers für die Transportsteuerung berücksichtigt werden können. Die Grundlage für diese Umstellung bietet vor allem das Echtzeitmonitoring der gesamten Lieferkette und das Auslösen sogenannter digitaler Fahrtbefehle, die für das Einbinden autonomer Fahrten in der Cargo City Süd maßgeblich sein werden.